Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr am Start seid. Ich hab noch mal ein bisschen gegoogelt. Und zwar der gute Hochofen. Wo haben wir'n? Nicht in der Nähe vom Handwerkstisch, reicht das aus? Wo ist er hin? Hier ist der Steineofen, der hier. Den brauchen wir für das gute Quarzmetall. Da können wir den drinne braten, brutzeln, kochen lassen, wie auch immer. Und das würde ich sehr, sehr gerne auch mit euch jetzt zeitnah machen. Das bedeutet, wir brauchen Edelholz. Oder, Moment, wir machen es anders. Einerseits würde ich gerne wissen, wenn ich wieder zurück in die Ebenen gehe, ob die Wölfe immer noch da sind. Das wäre sehr interessant. Ich renne jetzt einfach mal wie immer ohne Tränke los. Können wir noch fix die 10 Steine hier lassen. Lebensmittel passen da, wir sind nicht ausgeruht. Nee, noch schnell ausruhen. Und dann geht's los. Ja, einerseits will ich wissen, ob die Wölfe noch da sind. Andererseits würde ich ganz gern noch den Lox töten. Weil wir haben natürlich alle... Jetzt haben wir wieder die 9. Hier haben wir die 10. Also liegt's vielleicht wirklich an dem Handwerkstisch? Anders kann ich es mir nicht erklären. Ja, wir haben alle Loks Fleische gegrillt. Allerdings brauchen wir die roh für die Pastete. Ist jetzt nicht schlimm, weil gebrauchen können wir die natürlich trotzdem, gar keine Frage. Aber so haben wir dann 17 Minuten, geil. Also haben wir dann zumindest gleich mal wieder Fleisch. Weil das Einzige, was uns eigentlich noch fehlt, ist Gerste. Beziehungsweise Gerstenmehl. Gerste kriegen wir wo in den Dörfern der Kobolde. Also ich nenne sie mal Kobolde, die heißen ja Fuhlinger oder so. Aber ihr wisst... Oh oh, oh oh. Alter Schwede, alter Schwede. Hey, was soll ich denn da machen? Ich werde ja schon gebissen, bevor ich überhaupt dort bin. Ach, Mello. Das ist natürlich richtiger Mist. Ah, Leute. Oh, der haut mir jetzt bestimmt das Portal kaputt. Einer von den Wölfen. Mist, wir müssen uns doch mal einen Trank mitnehmen. Irgendwie müssen wir das schaffen. Direkt rauskommen und Maustaste durchhämmern. Komm, wir nehmen jetzt hier mal mittlere Ausdauer mit und wir brauchen auch noch mal ein bisschen Leben. Attacke. Na, eigentlich wäre es noch ganz geil gewesen, Knochenwanst zu haben. Komm, wir holen uns noch fix Knochenwanst. Gehen wir auf Nummer sicher, was soll's. Wo haben wir die Basis? Hier haben wir Basis. Holen wir uns schnell Knochenwanst, hauen den direkt rein, ab durchs Portal, Wölfe wegkloppen. Anders geht's jetzt nicht. Wehe, die machen mir das Portal jetzt direkt kaputt, aber ich glaube, das hätten sie schon getan. Wenn sie gewollt hätten. So, Knochiger, komm mal her. Ja, also das Einzige, was uns eigentlich noch fehlt, ist Gerstenmehl. Die Gerste kriegen wir aus den Dörfern von den Kobolden und dann müssen wir das einmal zusammen in die Windmühle hauen, damit das Mehl wird. Weil dann haben wir eigentlich, soweit ich es jetzt weiß, alles, was wir für die besten Lebensmittel brauchen. Einmal Schlangeintopf ist das, einmal die Loks Fleischpastete. Loks Fleischpastete. Jetzt haben wir es. Und dann gibt es noch einen Blutpudding. Da brauchen wir, glaube ich, die Blutsäcke von den Schlundis. Und dann haben wir eigentlich die drei besten Lebensmittel. Es gibt noch Fischsuppe oder sowas. Die hat wohl auch noch relativ viel Ausdauer. Oh, jetzt mal... Oh, komm. Komm, Knochenwanz ist aktiv. Reinhämmern. Oh Gott, in dem Moment kaputt gegangen. Ich weiß nicht, ob ich selber kaputt gehauen habe. Alter Schwede. Alter Schwede. Na Gott sei Dank haben wir uns Knochenwanz noch geholt. Jetzt haben wir hier aber mal richtig ordentlich reingehauen. Jetzt lasst mich mal kurz überlegen. Da habe ich gerade ein bisschen Schiss. Haben wir das einfach nur Gebirge genannt? Ja, ne? Bin mir relativ sicher. Ja, okay. Aber ich wollte nochmal auf Nummer sicher gehen. Gut. Naja, gleich mal wieder ein bisschen Wolfsfleisch. Ich weiß nicht, wo der Lox hin ist. Rennt er noch irgendwo hier rum? Nadelfeile sind am Start. Wir haben auch noch 4 Minuten Knochenwanz. Dann können wir jetzt hier wirklich mal voll auf Attacke gehen. Wir hauen den jetzt hier einfach weg. Erstmal egal, was das Züchten angeht, da haben wir andere Sachen, die gerade wichtiger sind. Bam. Der erste Pfeil, der haut schon echt ordentlich rein, ne? Das muss man mal sagen. Ich weiß nicht, ob mit Knochenwanst und Schild... Ja, 1,1 Schaden, perfekt. 0,3 hat er gerade bloß gemacht. Zahmheit 10% unverängstigt. Aber ey, selbst der Frostner, ne?
Der haut hier nicht viel durch. Ah, wir können ihn so ein bisschen umrennen. Das ist natürlich auch geil. Gerade aus Zufall entdeckt. Wir brauchen aber Loksfleisch. Aber guck mal, bei dem steht's da. Kann man das vielleicht nicht mit jedem Loks? Bei dem anderen, den wir letztens die Moltebären hingeschmissen haben, bei dem stand das definitiv nicht da. Oder man muss halt wirklich erstmal... Vielleicht ist das der, dass der irgendwie hier rüber gewandert ist oder so. Ach komm, hau doch ab. Naja, wer weiß. Oh, also, auf jeden Fall, nächstes Ziel. Sorry, wir schieben das mit dem Bau noch mal ein bisschen raus. Aber ich bin gerade einfach gehypt und will auch endlich geile Lebensmittel haben und das Spatzmetall endlich mal schmelzen. Ey, jetzt hau der ab, der Sack. Gibt's doch nicht. Come on. Ja, deswegen. Also, nächstes Ziel auf jeden Fall die Gerste kriegen. Unbedingt. Wie viel Loksfleisch lässt denn der fallen? Viermal gleich. Na, das ist doch ziemlich geil. Guck mal, wir haben noch 2 Minuten Knochenwanst. Müssen wir eigentlich nutzen. Ich habe fast das Gefühl gehabt, dass die normalen, also dass die Nadelfeile mehr Schaden reinhauen als Frostner. Guck mal, der kriegt jetzt erstmal einen Arsch oder in den Körper. Alter, was war denn da los? Krass. Okay. Komm, da hauen wir den letzten auch noch weg. Oder wollen wir den zähmen? Da ist noch ein totes Kido. Ich höre auch schon wieder irgendwelche Goblins. Da hinten ist einer. Nee, komm, den lassen wir mal hier. Den können wir notfalls mal noch zähmen. Jetzt haben wir schön einzeln einen hier rumstehen. Jetzt müssten wir halt so ein Dorf von den Typen finden. Das wäre jetzt die nächste Sache. Ich möchte das Gerstenmehl gerne haben. Dann haben wir die besten Lebensmittel, die gehen. Und wir brauchen halt vor allem noch 20 Edelholz. Wir sammeln jetzt die Edelholz. Dann können wir den Hochofen bauen. Und können damit dann endlich das erste Schwarzmetall schmelzen. Jetzt kommt hier direkt dunkler Wald. Nee, dann machen wir erstmal nach Hause mit dem Portal. Und gehen da mal ein bisschen nach Birken gucken. Ja, jetzt haben wir zum Glück die Wölfe hier weg. Also das ist schon echt nicht ohne. Liegt auch noch irgendwas vom Wolf. Noch ein Pelz und ein Zahn. Also so ein Angriff ist wirklich nicht ohne. Wenn der so schön im richtigen, falschen Moment kommt, wenn du vielleicht gerade angehittet bist oder mit irgendwas anderem kämpfst. Wir hatten halt Glück, dass der Loks dann direkt losgelassen hat. Kein Plan warum. Aber so haben wir wieder 9 Fleisch, das passt. Also, Edelholz sammeln, Hochofen bauen, nächstes Ziel irgendwo so ein Fullinger-Dorf finden. Um die erste Gerste ranzuholen und damit mal die Lebensmittel herstellen. Die Sache ist, es geht natürlich so langsam aber sicher dem Ende zu. Zumindest gibt es jetzt, also es gibt schon noch ein ganz paar Sachen, ne? Wir müssen auf jeden Fall noch die Schlange mal richtig an Land ziehen, damit wir den, der ihre Haut bekommen fürs Schild und so. Dann haben wir ja generell noch ordentlich was an Waffen und Rüstung, was auch durch das Schwarzmetall jetzt noch kommt, herzustellen. Also es gibt schon noch einiges zu tun. Aber ich möchte es jetzt trotzdem auch nicht hinauszögern. So, warte mal, den Zahn hatte ich irgendwo anders mit hingepackt das letzte Mal, weil hier Platz alles voll war. Habe ich das mit bei Gebirge reingeschmissen? Ja, genau. Da ist er. Bisschen Holz, bisschen Stein und das eine Schwarzmetall noch weg. Dann sieht es erstmal wieder gut aus. Axt haben wir einstecken. Eigentlich traurig genug, dass wir immer noch mit einer Bronze-Axt rumrennen. Aber bisher sind wir ja ganz gut durchgekommen. Weil wir haben nämlich auch schon 34 Schwarzmetall. Das können wir dann erstmal schön alles brutzeln lassen. Bisschen Kohle ist auch noch da. Das hatte ich herstellen lassen. Oder ja, schmelzen lassen. Backen lassen, wie auch immer. Und jetzt gucken wir mal, dass wir hier noch eine Birke finden. Jetzt hier rüber jumpe. Mir das ordentlich was abziehen, ne? Naja, es geht. Aber krass, dass der eine Loks... Ah gut, war das ein Loks, den wir schon mal angehittet hatten? Dass der nach 2 Pfeilen tot ist, kann ich irgendwie nicht so ganz glauben. Auch wenn der erste Pfeil immer gut abzieht. Ich glaube, das war vielleicht einer, den wir schon mal angehittet hatten. Naja, was soll's. Was sind denn hier für Steine aus dem Boden gekommen? Waren die schon immer da? So nah an der Basis? Müsste ich mich doch dran erinnern können.
glaube nicht. Wer weiß, was hier passiert ist. So, wie sieht's denn aus? Eine Birke bitte. Da hinten ist eine. Wir brauchten, glaube ich, 20 Edelholz, ne? Ja, genau. Und wir hatten, glaube ich, gar nichts mehr, wenn ich mich richtig erinnere. Na, hauen wir die mal schnell kaputt hier. Ja, also, wie gesagt, wir nähern uns so langsam, aber sicher dem Ende. Trotzdem möchte ich es jetzt nicht unbedingt herausziehen. Es wird bestimmt mal noch ein Update kommen, also definitiv. Was das Ganze dann nochmal erweitert, weil auch Nebellande und so sind ja auch noch nicht besetzt, gar keine Frage. Ich bin trotzdem gerade ein bisschen gehypt, einfach mal wieder neue Sachen zu entdecken, gerade in den Ebenen, wo es jetzt anspruchsvoller wird. Deswegen machen wir jetzt erstmal das, bauen dann natürlich später noch. Und wenn alles gut läuft, kriegen wir es ja irgendwie so getimt, dass das neue Update kommt, bevor wir irgendwie mit allem durch sind. Es wäre schon geil, wenn wir das irgendwie so hinkriegen. Also ich versuche es jetzt nicht künstlich hinauszuzögern, das wollte ich damit bloß sagen. Seht ihr auch daran, dass ich halt wirklich gerade versuche, so alles Mögliche in den Ebenen noch zu kriegen. Aber wir können einfach nur hoffen, dass die ein bisschen hinmachen mit dem Update. Weil es ist halt schade, wenn man dann wirklich alles schon entdeckt hat und dann am Ende noch 3 Monate warten muss, bis mal ein Update kommt. Das wäre halt schon irgendwie fies. Weil dann einfach nur 3 Monate blöd hier in der Gegend rumlaufen oder die ganze Zeit nur bauen. Nicht so geil. Wir haben bisher halt recht Glück gehabt. Liegt einerseits auch daran, dass ich etwas später mit dem Spiel angefangen habe. Und andererseits auch daran, dass ich relativ langsam bin. Also klar, wenn man halt aufnimmt und die ganze Zeit noch quatscht und so, das dauert natürlich alles ein bisschen länger, als wenn ich mich jetzt einfach hinsetze und den ganzen Tag das Spiel zocke. Bloß halt auch dadurch, dass es 20 Minuten am Tag sind. Wenn man sich das Spiel natürlich einfach so holt, dann wisst ihr, wie es ist. Dann sitzt man halt auch einfach mal einen ganzen Abend da, 5-6 Stunden und zockt das halt. Von daher haben wir eigentlich bisher relativ Glück gehabt, weil das Hearth-and-Home-Update kam relativ passend. Wir waren halt noch lange nicht mit allem durch. Deswegen hoffe ich einfach, dass das nächste große Update auch noch rechtzeitig kommt. Dass wir gar nicht erst in die Situation kommen, dass schon alles erledigt ist. Gut, genug gequatscht. Was braucht man jetzt noch? 10 Eisen, 5 Surtlingkerne, 20 Stein. 10 Eisen, 5 Surtlingkerne, 20 Stein. 20 Stein. 10 Eisen. 5 Surtlingkerne. Und dann müssten wir es bauen können. Ja, perfekt. Der würde wahrscheinlich eigentlich besser drüben hinpassen. Gott, der passt gar nicht. Ach, wegen dem Dach, ja. Mist, jetzt müssen wir den hier mitten hinstellen. Naja, wir bauen das alles noch um. Ihr wisst, ihr kennt das schon von mir. So. Wo hat denn das Ding was zum Reinwerfen? Hier hinten Kohle. Ach so. Kohle und hier kommt das Schwarzmetall rein. Na, dann ist ja gut, dass ich es nicht an die Wand gestellt habe. Sonst wären wir gar nicht rangekommen. Dann schnappen wir uns jetzt hier erstmal 25 Kohle. Oder 20. Bin mal gespannt, wie viel Kohle das jetzt frisst. Eisen war ja schon krass. Silber war noch krasser. Da passen sogar genau 20 rein. Perfekt. Ja, ist ja sonst auch immer so. Naja. Ja, Silber war ja schon krass, ne? Wie viel Kohle das gebraucht hat für ein Silber. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt beim Schwarzmetall ist, ehrlich gesagt. Ja, das war klar. Wie viel können wir noch mitnehmen? 15? Jo, passt. Ich muss den Reif mal wieder aufsetzen. So lange drauf gefreut, dass wir ihn endlich haben. Jetzt nutze ich ihn gerade gar nicht. So, und dann hauen wir hier mal schön das Zeug rein und gucken mal, wie viel 20 Kohle machen. Objektbacken haben wir leider noch nicht. Wir müssen unbedingt die Gerste finden. Ich bin echt gespannt drauf. Also, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, dass wir erstmal nicht weiterbauen. Aber es ist halt, es bockt halt einfach gerade mehr, die Sachen endlich zu bekommen. Aber wir bauen definitiv noch weiter. Also keine Angst, ich lasse das hier nicht irgendwie unvollendet stehen. Das auf jeden Fall nicht. So, wir gucken mal, was für Rezepte jetzt kommen. Bam! Schwarzmetallschild, Turmschild, Töpfe und Pfannen. Das war's.
Aber Töpfe und Pfannen ist ein wichtiges Ding, um den Kessel noch weiter aufzustufen. Das können wir nämlich auch mal noch machen. 5 Eisen, 5 Kupfer. 5 Schwarzmetall haben wir auf jeden Fall. Wir haben aber, glaube ich, kein Eisen mehr. Nee, Eisen haben wir alles verbuddert. Das heißt, wir müssen mal wieder in die Sümpfe. Wir hauen jetzt mal fix noch das Inventar leer, wenn wir gerade mal hier sind. Was ist denn das? Birkensamen. Das Bild irgendwie so noch nie gesehen. Edelholz passt genau mit den 10 Stück, die wir noch haben. Okay. Also müssen wir dann zeitnah nochmal in den Sumpf ein bisschen Eisen sammeln. Eigentlich gar keinen Bock. Ich hasse den Sumpf. Aber ich finde es ein bisschen krass. Weil es kam ja jetzt gerade nur ein Schild dazu. Schwarzmetall-Turmschild. Also 2 Schilder dazu. Und Schwarzmetall-Schild. Hat schwarze Blockrüstung 78. Schwarze Blockrüstung 72. Okay. Aber kriegen wir keine neue Rüstung mehr dazu? Ich dachte jetzt eigentlich, wir kriegen jetzt nochmal komplett Schwarzmetall, Kopf, Bein und so weiter. Aber ist nicht der Fall. Entweder fehlt noch was oder wir sind mit der Wolfsrüstung wirklich schon, oder Drachenrüstung, Drachen-Wolfsrüstung wirklich schon High-End. Aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Wie sieht's denn aus? 4 haben wir gebuddert. 11 Kohle. Also 2 Kohle pro Dings. Ist okay. Jo, alles klar. Da wissen wir Bescheid. Dann hauen wir jetzt erstmal das Zeug wieder in die Kisten. Jetzt heißt es halt wirklich eigentlich so ein Dorf finden, ne? Wäre eigentlich oberste Priorität. Wir können jetzt nochmal in das ABC-Portal gehen. Weil da sind wir an der anderen Ebene. Ich glaube aber, die war relativ klein. Also ich hätte halt echt Bock, die Gerste finden. Das Windrad herstellen, da können wir auch gleich nochmal gucken. Was das gebraucht hat. Also Windmühle, nicht Windrad. Wo haben wir das schöne Ding? Hier. 30 Eisennägel. Aber wir brauchen so viel Eisen, Leute. Wir könnten unser Schiff kaputt kloppen. Hätten wir wieder welche. Aber ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Geschichte. Wir haben nicht mehr so viel Lebensmittel. Nehmen wir lieber nochmal was mit. Alles klar. Komm, wir hauen jetzt nochmal ins ABC-Portal rein, gucken dort nochmal in den Ebenen ein bisschen rum. Wäre halt geil, das erste Dorf zu finden, um die Gerste zu bekommen. Dann machen wir nochmal in den Sumpf, um das restliche Eisen zu sammeln. Vielleicht mache ich es auch außerhalb des Videos. Ich muss mal gucken, ob ich heute noch Zeit finde. Dann könnten wir nämlich nächste Folge... Ja, dann könnten wir nächste Folge definitiv die ganzen Sachen mal basteln. Also einmal hier... Töpfe und Pfannen, dann kriegen wir den Kessel noch eine Nummer höher. Wir haben den aktuell auf der 2, ne? Ah, der geht ja, glaube ich, auf die 4. Kann das sein, dass wir den Gewürzaufhänger noch nicht gebaut haben? Weil den Metzgertisch haben wir. Dann haben wir den Gewürzaufhänger noch nicht. Den können wir uns leisten. Und dann können wir auch direkt noch das vierte Ding mit ranhauen. Töpfe und Pfannen. Ah, das ist nämlich nur das ganz kleine Stück hier. Hier gibt es auf jeden Fall kein Dorf von den Dudes. Ey, wo ist das Vieh auf einmal hin? Ah, dort. Nein. Geh weg. Aua. Mann, das war aber fies von ihm, ne? Erstmal schön verstecken. Ist auch dumm, dass ich die Nadelfeile gerade nehme. Die Viecher halten halt einfach nichts aus. Ja, erstmal schön verstecken hinter dem Berg und kaum komme ich vor, geht's auf Angriff hier. Schade, dass das nur so ein ganz, ganz kleines Stück ist. Ich dachte eigentlich, dass das mehr ist. Also zumindest ein kleines bisschen mehr. Ah, das war klar. Komm, wir räubern die hier noch aus. Guck mal, hier liegt irgendwas. Achso, mein Pfeil. Ach, das war bloß eine Nixe. Ich habe einen guten Nadelpfeil verschossen. Ich dachte, es ist ein Kobold. Wir haben auf jeden Fall, glaube ich, als wir mit dem Boot unterwegs gewesen sind, auch schon ein paar Dörfer gesehen.
Zumindest glaube ich, dass ich schon mal eins gesehen habe. Können wir hier nochmal gucken? Wartet hier oben noch ein Goblin auf uns? Nö, hier ist gar nichts. Bloß ein Wildschwein. Ja, schade. Schade, schade, schade. Ebenen schon wieder vorbei. Und Leute, dann gehen wir jetzt nochmal schnell nach Hause. Wir machen mal noch 2, 3 Überminuten. Und basteln mal noch das Gewürzregal. Dann haben wir den Kessel auf der 3. Für nächste Folge. Uns dann ein bisschen kümmern, dass wir noch die Töpfe und Pfannen kriegen. Dann haben wir nämlich den Kessel auf der 4. Dann ist das auch fertig. Dass wir so langsam mal mit der ganzen Lebensmittelzubereitung aufs High-End-Level kommen. Das würde ich mir halt echt wünschen. Haben wir hier irgendwo noch Ebenen gehabt? Also irgendwas, was so in Laufweite ist? Laufreichweite? Nicht wirklich, ne? Hier oben kamen noch Ebenen. Können wir uns... Ja, das können wir als nächstes erkunden. Ich wollte eh noch die ganzen Sachen einsammeln. Die Steine und so, die die Mutti da uns netterweise liegen lassen hat. Und dann können wir da oben noch weitermachen. Wir hauen uns jetzt noch schnell das Gewürzregal hin. So, Löwenzahn, Karotte, Pilz, Distel, Rübe. Merke ich mir im Leben nicht. Löwenzahn, Karotte, Distel, Pilz, Rübe. Also, Pilz. Löwenzahn. Distel. Karotte und Rübe, ne? Karotte. Habe ich... Warte mal. Doch, Rübe, da waren sie doch. Haben wir alles? Hey, ich habe wirklich an alles gedacht. Perfekt. Können wir das hier nicht irgendwo dranhängen? Hier oben dran, okay. Wie gesagt, wieder alles provisorisch. Wolfsdörfleisch, Wolfsspieß, Augencreme. Das oberste konnte ich jetzt nicht lesen. Irgendwas Stufe 3. Geil, da kommt doch wieder was dazu. Hätten wir schon lange mal machen können. Augencreme. Bringt 65 Ausdauer. Okay. Prinzipiell nicht verkehrt. Habe ich noch nie was von gelesen, ehrlich gesagt. Irgendwas auf Stufe 3 stand gerade oben noch da. Weiß ich jetzt leider nicht mehr. Wolfsdörfleisch. Aus Wolfsfleisch, aber ja, eher so mittel. Wolfsspieß, 65 Gesundheit und mit einer Zwiebel. Ja, ist okay. Wird mir schon sehr gesund. Gesund hatten wir schon. Kommt denn irgendwann noch richtig gute Ausdauer? Weil gering und mittel haben wir bisher bloß. Na gut, aber dann haben wir das Ding auf der 3. Können das hoffentlich nächste Folge auf die 4 bringen. Und schauen dann mal noch ein bisschen in die Ebenen rum, dass wir endlich Gerste finden. Und dann sind wir eigentlich schon ziemlich gut ausgerüstet, was die Lebensmittel angeht. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Lasst ein Like und ein Abo da. Morgen 19 Uhr geht's dann weiter. Bis dahin, macht's gut.